Fusion bietet für die Umsetzung des 3D-Drucks einen einfachen Objektexport an. Und zwar befindet sich dieser unter Erstellen und dort in 3D-Drucken. Wenn man dieses mit der linken Maustaste anklickt, öffnet sich ein kleines Menü. Bei der Auswahl drücken wir mit der linken Maustaste auf das zu exportierende Objekt an, in diesem Fall unser 3D-Druck-Football-Stand. Hier brauchen wir sonst keine weiteren Ausstellungen vornehmen. Bei der Ausgabe ist es natürlich so, dass wir an ein 3D-Druck-Dienstprogramm ausgeben. Stepcraft liefert mit dem 3D-Drucker von Hause aus Repetier-Host aus. Das kann aber auch durchaus jedes andere Slicing-Programm sein, wie zum Beispiel Cura. Wie gesagt, bei uns ist es benutzerdefiniert. Das Programm wählt man hier aus. Hier ist bei uns natürlich schon der Repetier-Host entsprechend voreingestellt bzw. vorausgewählt. So. Durch Drücken der Taste OK öffnet sich automatisch das Slicing-Programm und das Objekt, was wir konstruiert haben, wird auch automatisch in den Slicer übernommen. Wenn man sich das jetzt hier mal so anschaut, ist es exakt das, was wir vorher noch konstruiert haben. Und hier sieht man auch nochmal sehr schön die Besonderheit des Objektes, weil die Schräge, die sich hier gebildet hat durch das Abzeichnen des Footballs, die ist halt unterschiedlich. Die ist nicht immer gleich schräg, sondern diese Schräge verändert sich tatsächlich. Und das ist eben auch die Komplexität letzten Endes von diesem Objekt. Für den 3D-Druck muss dieses Objekt jetzt einfach nur gesliced werden. Das heißt, wir gehen auf den Slicer. Ich behalte für die Druckeinstellungen bleibe ich bei den vorgegebenen Standardeinstellungen, die der Repetier-Host oder das Programm Repetier-Host mitbekommt, wenn es mit einem Stepcraft-Drucker gearbeitet wird. Somit brauche ich jetzt an dieser Stelle einfach nur noch auf Slice gehen und das Programm errechnet automatisch den Pfad und die Ansteuerung des 3D-Druckkopfes. Das geschnittene dreidimensionale Objekt ist fertig gesliced. Wir haben eine errechnete Druckzeit von 4 Stunden 20 Minuten. Die kann man sicherlich noch optimieren, sei es dadurch, dass man das Infill gröber gestaltet oder dass man die Druckgeschwindigkeit erhöht. Da wir aber ein schönes Ergebnis haben wollen, haben wir die Druckgeschwindigkeit in den Standardeinstellungen belassen. So. Das Einzige, was jetzt nötig ist, ist noch die Datei zu speichern. Das mache ich mit als Datei speichern. Und speichere die Datei entsprechend ab. So, und diese Gecko-Datei, die können wir jetzt im CNC-Programm direkt importieren und den 3D-Druck auf der Maschine starten. Die generierte Gecko-Datei muss jetzt in die CNC-Maschinensteuerungssoftware eingeladen werden. Hierzu starten wir eines unserer Steuerungsprogramme, UC-CNC, speziell parametrisiert für den 3D-Druck. Die ersten Schritte sind wie gewohnt. Wir müssen als erstes die Referenzfahrt durchfahren. Danach lade ich die produzierte Gecko-Datei aus dem Slicer-Programm. Jetzt richte ich das Werkzeug ein, sprich ich baue den 3D-Druckkopf auf und ich bestimme den Werkstück-Nullpunkt. Der Werkstück-Nullpunkt ist jetzt eingerichtet. Wir können jetzt den Arbeitszyklus starten.